Okay, weiter geht's in diesem Video mit all den Wörtern, die mit dem Buchstaben S anfangen. Als erstes haben wir das Wort safe. Safe heißt so viel wie sicher, aber ein Safe kann auch ein Sicherheitssafe sein, wie man ihn auch in Deutschland kennt, wo man etwas reintun kann. Es ist dann sicher, also es ist dann safe. Hier ist es jetzt sehr wichtig, das A richtig auszusprechen, also nicht saf oder so, sondern safe, wie ein Ä. Safe. Das nächste Wort kennt man wahrscheinlich auch schon, es heißt Sale. Sale heißt so viel wie Ausverkauf, Schlussverkauf. Wieder ist es wichtig, das A wie ein R auszusprechen, also Sale. Ich sag's noch einmal langsam, Sale. Same. Same heißt das Gleiche. Wieder wird das A wie ein R ausgesprochen, also Same. Gleich, also. Ich sag das Wort noch einmal langsam, Same. Saturday. Saturday ist ein Wochentag, wahrscheinlich der Lieblingswochentag vieler englischsprachiger Menschen. Samstag, Saturday. Das nächste Wort hört sich fast so an wie safe. Das Wort ist save und das wird mit einem V geschrieben und das heißt dann so viel wie sparen oder sichern. Ich sage das Wort nochmal langsamer. Save. Say. Say ist ein sehr populäres, sehr beliebtes Wort. Man wird es fast garantiert zu hören oder zu sehen bekommen. Say heißt so viel wie sagen. Wieder gefällt es mir besser als die deutsche Version, weil es einfach viel kürzer ist und es liegt einfach mehr besser auf den Lippen, meiner Meinung nach. Say. S-A-Y. Say. Scheme. Scheme heißt so viel wie Schema oder Programm. Hier sieht man, dass das Wort mit einem SCH geschrieben wird und aus deutscher Sicht will man natürlich schill sagen, aber im Englischen sagt man Scheme, also SK, Scheme. School. School heißt Schule. Ich muss es vielleicht gar nicht übersetzen, man kennt es vielleicht schon, School. Es ist aber wieder interessant zu sehen, dass das SCH, und auch interessant zu hören, dass das SCH wieder SK ausgesprochen wird. Also nicht Schul, sondern School. Ich sage das Wort noch einmal langsam. School. Science. Science heißt so viel wie Wissenschaft. Ein sehr populäres Wort. Man kennt es vielleicht schon, man hat es schon mal gehört. Hier sieht man, dass das Wort SC geschrieben wird. Es ist aber sehr wichtig, dass das Wort wieder einfach nur wie ein S ausgesprochen wird, also Science. Aber das I ist auch wichtig. Also das I wird wieder wie ein I ausgesprochen. Science. 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 Score. Score heißt so viel wie Punktzahl oder Spielstand. Man sieht es sehr wahrscheinlich, wenn man sich ein englischsprachiges Fußballspiel oder ein amerikanisches Baseballspiel oder sowas anguckt oder Basketball oder was weiß ich. Score. Wieder ist es wichtig, das SC wie ein Skill auszusprechen, also SK aus deutscher Sicht. Score. Scotland ist das nächste Wort bzw. Land. Scotland heißt Schottland. Und hier ist es wieder wichtig, das SC wie ein SK auszusprechen. Also nicht Schottland, wie wir es im Deutschen sagen, sondern Scotland. Seat. Seat heißt Sitz oder Platz. Es ist also dem deutschen Wort Sitz meiner Meinung nach sehr ähnlich. Sitz, Seat. Es ist nur wichtig, auch das EA wie ein sehr langes I auszusprechen. Seat. Ich sag's noch einmal langsam. Seat. Second. Second heißt so viel wie Zweiter, Zweites. Wenn man Zweiter ist, zum Beispiel in einem Rennen oder was weiß ich, dann kann man zum Beispiel Second sagen. Ich sage das Wort nochmal langsam. Second. Secretary. Secretary heißt Sekretärin, Sekretär. Das ist also im Deutschen wieder mal ähnlich, meiner Meinung nach. Secretary. Section. Section heißt so viel wie Abschnitt, Bereich oder Sektion, wie man es auch im Deutschen sagen kann. Und ich würde das vorschlagen, das so zu merken, also Section, Sektion. Ich sage das Wort noch einmal langsam. Section. Hier ist es jetzt sehr wichtig, das S am Anfang sehr scharf auszusprechen, also fast wie ein SZ aus deutscher Sicht. Section. Secure. Secure heißt so viel wie sichern, sicherstellen. Hier ist es jetzt sehr wichtig, das C wie ein K auszusprechen. Secure. Secure. Ich sage das Wort noch einmal langsam. Secure. See. S-E-E. See. Heißt sehen. Man kann sich vielleicht schon denken, sehen ist ein sehr populäres Wort, logischerweise, wenn man so viel sieht. Und es ist sehr einfach, meiner Meinung nach, kürzer als im Deutschen. Die Aussprache ist anders, einfach nur S-E. See.
Das Doppel-E wird wie ein langes I ausgesprochen und ja, sehr einfach. See. Das nächste Wort baut sich ein bisschen darauf aus, es ist das gleiche wie see, nur mit einem M am Ende, seem. Und seem heißt so viel wie scheinen, wenn etwas scheint etwas zu sein, aber dann vielleicht etwas anderes ist. Seem. Self. Self heißt selbst. Also wieder einmal im Deutschen ähnlich. Self, selbst. Ich sage das Wort nochmal langsam. Self. Sell ist das nächste Wort. Sell heißt so viel wie verkaufen. Das jetzt nicht mit sale verwechseln, also S-A-L-E, weil das Wort S-E-L-L verkaufen heißt, also sell. Ich sage das Wort noch einmal langsam. Sell. Send. Send heißt so viel wie senden. Es ist also wie das deutsche Wort senden, nur ohne das EN am Ende. Also send, einfach nur send. Ich sage das Wort noch einmal langsam. Send. Sense. Sense heißt Sinn oder Gefühl. Das Wort Sinn ist im Deutschen, im Englischen beziehungsweise sehr ähnlich. Sense, Sinn. Und so würde ich das vorschlagen, dass man das merken kann. Sense. Separate. Separate heißt so viel wie separat oder getrennt. Ich sage das Wort nochmal langsam. Separate. Serious. Serious heißt so viel wie ernst, wenn man ernst ist, wenn man etwas ernst meint. Serious. Hier ist es jetzt sehr wichtig, das E wie ein I auszusprechen. Also nicht serious oder serious oder so, sondern serious. Surf. Surf heißt so viel wie dienen oder bedienen. Hier ist es jetzt sehr wichtig, das V wie ein W auszusprechen, also surf. Ich sage es noch einmal langsam. Surf. Das nächste Wort baut sich ein wenig auf dem Wort surf auf. Das Wort ist service. Service, man kennt es auch im Deutschen. Service, das sagen wir auch. Ich sage es nochmal langsam. Service. Set. Set heißt so viel wie setzen, stellen oder legen. Set. Sehr kurz, sehr einfach. Es ist wichtig, das E wie ein R auszusprechen. Set. Settle. Settle heißt so viel wie erledigen, begleichen oder auch besiedeln. Ich sage das Wort nochmal langsam. Settle. Seven. Seven ist die Nummer 7. Die Lucky Number 7, wie man im Englischen manchmal sagt. Also die glückliche Nummer 7. Seven. Sex. Und Sex heißt nicht nur Sex, okay, sondern auch Geschlecht. Also man kann das im Englischen mal unter Umständen zu sehen bekommen oder zu hören bekommen, dass sie das Wort Sex sagen, aber die meinen damit unter Umständen Geschlecht, also männlich oder weiblich. Sex, Geschlecht. Shawl. Shawl heißt so viel wie sollen. Ich sage das Wort nochmal langsam. Shawl. Hier sieht man jetzt, dass das Wort SH geschrieben wird, was man im Deutschen wohl S oder irgendwie so aussprechen würde, aber im Englischen Sch, also Shawl. Share. Share heißt so viel wie teilen. Und im Englischen gibt es ein Sprichwort, sharing is caring, das heißt so viel wie man ist interessiert, wenn man etwas teilt. Sharing. Share. Ich sage das Wort noch einmal langsamer. Share. She. She heißt so viel wie sie, also er, sie, es, she. Ich sage das Wort nochmal langsamer, she. Und hier ist es jetzt interessant zu sehen, beziehungsweise zu hören, dass das Wort wie das deutsche Wort für Skifahren ausgesprochen wird, also she. She. Sheet. Sheet heißt so viel wie Blatt, Boden oder Platte. Hier sieht man, dass das Wort mit Doppel-E geschrieben wird, es wird aber wie ein langes I aus deutscher Sicht ausgesprochen. Sheet. Shoe. Shoe, man kann sich vielleicht schon denken, heißt Shoe. Ich sage das Wort noch einmal langsam. Shoe. Shoot. Shoot heißt so viel wie schießen. Shoot, schießen, sind sich ähnlich meiner Meinung nach. Shoot. Man sieht, dass das Wort mit Doppel-O geschrieben wird, aber es wird wie ein langes U ausgesprochen. Shoot. Shoot. Shop. Shop heißt so viel wie Laden. Man kennt es vielleicht auch schon aus dem Deutschen. Man sieht es in Deutschland vielleicht sehr oft. Auch im Internet sehr oft, da gibt es sehr viele Online-Shops, also Online-Läden. Ich sage das Wort nochmal langsam. Shop. Short. Short heißt so viel wie kurz, wenn etwas kurz ist. Short. Should. Should heißt so viel wie solltest oder sollten. Should. Man sieht, dass das Wort sehr merkwürdig buchstabiert wird. Mit einem L mit drin, aber das sagt man nicht. Das ist einfach nur geschrieben. Should. Ich sage das Wort nochmal langsam. Should. Show. Show, man kennt vielleicht schon was im Deutschen. Show ist eine Schau, also eine Show, eine Fernsehshow, was weiß ich, eine Zirkusshow.
und so weiter. Ich sage das Wort noch einmal langsamer. Show. Als Verb kann Show aber auch zeigen heißen im Englischen. Also wenn man etwas zeigt, dann sagt man Show. Shut. Shut heißt so viel wie schließen. Shut. Man sieht, dass das Wort mit einem U geschrieben wird. Es wird aber wie ein A ausgesprochen. Ich sage es nochmal langsamer. Shut. Sick. Sick heißt so viel wie krank. Hier ist es jetzt sehr interessant zu sehen, dass das Wort mit einem I geschrieben wird und das I wird auch wie ein I ausgesprochen. Also nicht psych oder so, sondern sick. Side. Side heißt so viel wie Seite. Wieder wird das Wort mit einem I geschrieben, aber es wird wie ein I ausgesprochen. Side. Und das gilt auch für das nächste Wort. Sign. Sign heißt so viel wie Schild oder Zeichen. Sign. Das Wort wird mit einem G geschrieben, das wird aber überhaupt nicht ausgesprochen, also einfach nur S, I und N. Also einfach nur S, I und N. Sign. Sign. Similar. Similar heißt ähnlich oder gleich. Similar. Wieder wird das Wort mit I geschrieben, mit mehr als einem I, aber die werden wie ein deutsches I ausgesprochen. Similar. Simple. Simple heißt simpel, einfach. Ich würde vorschlagen, dass man sich das Wort durch das deutsche Wort simpel merkt, weil es wirklich fast genauso ist. Simple. Wieder ist es wichtig, das I auch wirklich wie ein I auszusprechen, also nicht simple oder so, sondern simple. Since. Since heißt seit. Wieder wird das I wie ein deutsches I ausgesprochen, also nicht since, sondern since. Sing. Sing heißt singen. Man kann es sich vielleicht schon denken, es ist genau wie singen, nur mit kürzerer Form, also ohne das en. Sing. Singen, sing. Single. Single heißt so viel wie einzeln, einfach oder ledig. Ich sage das Wort nochmal langsamer. Single. Man sieht, dass das mit LE geschrieben wird, aber es wird girl ausgesprochen, also single. Nicht single, sondern single. Sir. Sir heißt so viel wie Herr. Es ist sehr formal. Und man sagt es nicht mehr oft heutzutage, Sir, aber es ist gut zu wissen. Sir. Das nächste Wort ist sehr populär, man wird es auf jeden Fall zu sehen bzw. zu hören bekommen. Sister. Sister heißt Schwester. Ich sage das Wort nochmal langsam. Sister. Sit. Sit heißt so viel wie sitzen, also wenn man sitzt auf einem Stuhl. Sit. Wieder ist es sehr wichtig, das I auch wirklich wie ein I auszusprechen, also nicht Zeit, sondern Sit. Ich sag's noch einmal langsamer. Sit. Side. Side heißt so viel wie Seite oder Ort. Man kennt vielleicht das Wort Website, das heißt Webseite im Internet. So kann man sich das zum Beispiel ganz einfach merken. Side. Hier ist es jetzt sehr wichtig, das I wie ein I auszusprechen. Also nicht Seite oder so, sondern Side. Situate. Situate heißt situieren, also etwas legen, sozusagen situate. Das nächste Wort ist eine Zahl. Die Zahl ist 6. Im Englischen heißt das 6. Also nur drei Buchstaben. S-I-X. 6. Ich sag's mal einmal langsam. 6. Size. Size heißt Größe. Man sieht es vielleicht in seinen Klamotten. Da steht dann vielleicht auch auf Englisch drin Size. Also Size heißt so viel wie Größe. Size. Hier ist es jetzt wichtig, das I wie ein I auszusprechen. Also Size. Sleep. Sleep heißt so viel wie schlafen. Wieder sieht man, dass das Wort mit Doppel-E geschrieben wird, aber es wird I ausgesprochen, also wie ein langes I. Sleep. Slight. Slight heißt so viel wie leicht oder gering. Ich sag's nochmal langsamer. Slight. Slow. Slow heißt so viel wie langsam, schleppend oder lahm. Wieder ist es dem Deutschen teilweise sehr ähnlich und auch sehr leicht zu merken, meiner Meinung nach. Slow. Und das S am Anfang wird auch sehr sanft ausgesprochen, wenn man es mit anderen Wörtern vergleicht, also slow. Ich sag's nochmal langsam, slow. Small. Small heißt so viel wie klein. Hier ist es jetzt sehr wichtig, das A wie ein Ö auszusprechen, also nicht small oder so, sondern small. Small. Smoke. Smoke ist ein sehr wichtiges Wort. Smoke heißt so viel wie Rauch. Aber es kann auch Rauchen heißen. Also es gibt in England, Amerika natürlich ganz viele Nicht-Raucherzonen und ein paar Raucherzonen. Man sollte dann darauf achten. Man kann entweder wahrscheinlich nur ein Schild sehen, wo dann die Zigarette drauf ist, oder man kann auch das Wort eventuell sehen. Smoke.
Und da steht dann so viel wie no smoking vielleicht zum Beispiel. Das heißt dann also, dass man da nicht rauchen darf. Smoke. So. So heißt so. Also wie im Deutschen wird nur anders ausgesprochen, wieder mit einem schärferen S. So. Social. Social heißt sozial. Im Deutschen also wieder mal ähnlich. Social. Hier ist es jetzt, die Mitte des Wortes ist interessant, weil das in einem C geschrieben wird, aber es wird nicht wie ein K ausgesprochen, aber auch nicht wie ein C, sondern mehr wie SCH, also sch, social. Und das IAL wird einfach nur ill ausgesprochen, also so, show, social. Ich sag's noch einmal langsamer, social. Society. Society heißt so viel wie Gesellschaft, wieder wird das Wort mit einem C geschrieben, es wird wieder wie ein deutsches C ausgesprochen, Society. Und das I wird wieder wie ein I ausgesprochen, also So-Sci-E-T. So-Sci-E-T. Society. Und hier ist es jetzt sehr wichtig, dass das Wort im britischen Englisch Society ausgesprochen wird, also mit T am Ende, Society. Im amerikanischen Englisch würden sie eher Society sagen, also mit einem sehr sanften T. Es ist wieder mehr wie ein D. Society. Aber im britischen Englisch Society. Some. Some heißt einige, etwas, manche. Das Wort wird S-O-M-E geschrieben, aber mehr wie S-A-M ausgesprochen aus deutscher Sicht. Also some. Mit einem sehr scharfen S, fast wie S-Z. Some. Das nächste Wort ist some sehr ähnlich. Das Wort ist son. Und das Wort son heißt Sohn. S-O-N. Son. Es wird wieder S-A-N ausgesprochen aus deutscher Sicht. Son. Ich sag's noch einmal langsam. Son. Soon. Soon ist wie son, nur mit einem zweiten O. Und daraus wird dann soon. Das Wort heißt bald auf Englisch. Soon. Das Doppel-O wird wie ein langes U ausgesprochen. Soon. Sorry. Sorry ist ein sehr wichtiges Wort. Man wird es wahrscheinlich oft sagen, wenn man einen Fehler macht, wenn man etwas falsch gemacht hat oder wenn man sich einfach irgendwie entschuldigen will. Sorry. Sorry heißt so viel wie Entschuldigung. Hier sieht man, dass das Wort S-O-R-R-Y geschrieben wird und es wird sorry ausgesprochen. Das O am Anfang wird auch wirklich wie ein O ausgesprochen, also so. Nicht sa oder so oder so. Das O ist nicht ründlich, wie wir es manchmal im Englischen sehen, sondern einfach nur sorry. Ich sag's noch einmal langsamer, sorry. Sort. Sort heißt so viel wie Sorte oder Art. Ich würde also vorschlagen, sich das Wort durch das deutsche Wort Sorte zu merken, weil das Wort im Prinzip so wie Sorte geschrieben wird, nur ohne E. Ich sag das Wort nochmal langsamer, sort. Wieder sieht man, dass das Wort mit einem O geschrieben wird, aber das O wird wieder nicht sehr ründlich ausgesprochen, also sort. Nicht sort oder so, sondern sort. Sound ist das nächste Wort. Sound kennt man vielleicht schon. Das heißt, wir sagen auch im Deutschen Sound. Also ein anderes Wort dafür wäre zum Beispiel Klang oder auch Ton. Sound. South. South heißt Süden. Wieder wird das Wort mit einem TH geschrieben, aber wieder einmal wird es absichtlich gelispelt ausgesprochen. South. Wieder ist es extrem wichtig, die Zunge zwischen den Zähnen zu haben. South. Space. Space heißt so viel wie Platz, aber Space kann auch Weltall heißen. Space. Man sieht, dass das Wort mit einem C geschrieben wird. Es wird auch wie ein C ausgesprochen, nicht wie ein K. Space. Speak. Speak ist das, was ich hier gerade tue. Sprechen. Wieder im Deutschen sehr ähnlich, meiner Meinung nach. Sprechen. Speak. Es wird EA geschrieben, aber das wird wie ein sehr langes E ausgesprochen, also speak. Ich sag's noch einmal langsamer, speak. Special. Special heißt spezial, man kann sich vielleicht denken, es ist fast das gleiche wie im Deutschen. Es wird aber anders geschrieben, es wird wieder mit einem C geschrieben, aber es wird diesmal auch wie ein C ausgesprochen. Special. Also SCH, nicht nur C. Special. Special. Ich sag's noch mal langsamer, special. Specific. Specific heißt spezifisch, konkret, bestimmt. Specific. Ich würde also vorschlagen, dass man sich das Wort durch das deutsche Wort spezifisch, jetzt kann ich es nicht mehr auf Deutsch sagen, spezifisch merkt. Specific. Man sieht, dass das Wort mit I geschrieben wird, es wird auch mit I ausgesprochen. Specific. Speed.
Speed heißt so viel wie Geschwindigkeit. Man kennt vielleicht den Film Speed. Es ist ein Film, der, glaube ich, in den 90ern oder so rauskam. Jedenfalls sehr einfach zu merken. Und das Wort wird mit Doppel-E geschrieben, aber es wird wie ein sehr langes I ausgesprochen. Also Speed. Ich sage es noch einmal langsamer. Speed. Spell. Spell heißt so viel wie buchstabieren. Ich sage es nochmal langsamer. Spell. Hier wird das E wie ein Ö ausgesprochen. Spell. Spend. Spend heißt so viel wie ausgeben, also zum Beispiel Geld ausgeben. Spend. Wieder wird das E wie ein Ö ausgesprochen. Spend. Square. Square heißt so viel wie Platz, aber es kann auch Quadrat heißen. Square. Hier sieht man, dass das Wort mit einem Q geschrieben wird, also SQ. Es wird aber aus deutscher Sicht wie SK ausgesprochen. Square. Und das U wird auch wie ein U ausgesprochen, also nicht A, nicht nur ein langes A, sondern UA. Square. Staff. Staff heißt Mitarbeiter oder Personal. Hier ist es jetzt sehr wichtig zu sehen, dass das Wort mit einem A geschrieben wird, also STAFF. Nicht STUFF, das ist ein anderes Wort. Staff. Ich sag's nochmal langsamer. Staff. Stage. Stage heißt so viel wie Bühne, Phase oder auch Stufe. Und man sieht, dass das Wort mit einem G geschrieben wird, aber es wird J ausgesprochen. Also Stage. Und das A wird wie ein Ä ausgesprochen. Stage. Stairs. Stairs heißt so viel wie Treppen. Wieder wird man es sehr oft zu sehen bzw. zu hören bekommen, jedes Mal, wenn es Stufen gibt. Stairs. Stand. Stand heißt so viel wie Messestand oder Ständer. Hier ist es jetzt wichtig zu verstehen, dass das Wort mit einem A ausgesprochen wird im britischen Englisch. Stand. Aber im amerikanischen Englisch mehr wie ein Ä. Stand. 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 Standard. Und wie bei Stand gilt die gleiche Regel mit dem A. Also Standard und Standard. Das heißt genau das gleiche wie im Deutschen auch Standard, aber wird nur anders ausgesprochen. Also im britischen Englisch Standard. Im amerikanischen Englisch mehr Standard, also wieder wie ein mit einem Ä am Anfang, Standard. Aber im britischen Standard. Start ist das nächste Wort. Start, man kann sich vielleicht schon denken, heißt Start, genau wie im Deutschen auch. Start. Hier ist es wichtig, das ST wie ein St auszusprechen und nicht mit dem Deutschen sagen wir Start, aber im Englischen Start. State. State heißt so viel wie Zustand. Hier ist es jetzt sehr wichtig, das A wie ein Ä auszusprechen, also Aid. State. Ich sag's nochmal langsam. State. Station. Station heißt so viel wie Bahnhof oder Station. Ich würde also vorschlagen, sich das Wort durch das deutsche Wort Station zu merken. Station. Hier ist es jetzt sehr wichtig, das T-I-U-N am Ende des Wortes wie ein Schn auszusprechen, also Station. Stay. Stay heißt so viel wie bleiben oder Aufenthalt. Stay. Hier ist es sehr wichtig, das A wie ein Ä auszusprechen, also nicht stay, sondern stay. Step. Step heißt Schritt und hier ist es wichtig, das E wie ein Ä auszusprechen, also nicht step oder steep oder so, sondern step. Ganz einfach. Step. Stick. Stick heißt so viel wie haften, halten oder kleben. Stick. Hier sieht man jetzt, dass das Wort STICK geschrieben wird und das I wird auch wirklich wie ein deutsches I ausgesprochen. Stick. Still. Still heißt genau wie im Deutschen still. Still oder ruhig. Still. Man sieht wieder, dass das Wort mit einem I geschrieben wird, wie auch im Deutschen. Und es wird auch wie ein deutsches I ausgesprochen. Still. Nur das ST am Anfang ist halt anders. Es ist nicht still, sondern still. Stop. Wie im Deutschen auch. Stop. Und wieder wird das ST am Anfang wie ein ST ausgesprochen. Stop. Aber das S ist wieder sehr scharf, fast wie ein SZ. Stop. Story. Story heißt Geschichte. Man kennt das Wort vielleicht schon. Es wird auch im Deutschen sehr oft gesagt, meiner Meinung nach. Story. Wieder ist die Aussprache am Anfang wichtig mit dem ST. Story. Straight. Straight heißt so viel wie gerade oder direkt. Straight. Hier ist es jetzt sehr wichtig, das GHT am Ende fast gar nicht auszusprechen, also nur das T. Straight.
Strategy. Strategy heißt Strategie. Wieder ist es wichtig, den Anfang hinzukriegen, weil das doch anders ist als im Deutschen. Strategy, also das STR. Strategy. Street. Street heißt so viel wie Straße. Man sieht, dass das Wort mit einem Doppel-E geschrieben wird. Es wird aber wie ein sehr langes deutsches I ausgesprochen. Street. Strike. Strike heißt so viel wie Streik oder Schlag. Strike. Wieder wird das ST wie ein St ausgesprochen. Strike. Und das I wie ein I. Strike. Strong ist das nächste Wort. Und strong heißt so viel wie stark. Hier ist es wieder wichtig, das O sehr ründlich auszusprechen. Also strong. Nicht strong oder so, sondern strong. Und das G am Ende sehr milde aussprechen. Strong. Structure. Man kann sich vielleicht schon denken, Structure heißt Struktur, wird nur anders ausgesprochen, Structure. Und das U wird wie ein A ausgesprochen, also Structure. Nicht Struktur oder so, sondern Structure. Student. Hier sieht man jetzt, dass das Wort mit einem U geschrieben wird und es wird auch wirklich wie ein U ausgesprochen oder U jedenfalls. Student. Student heißt Student. Student. Study. Study heißt so viel wie studieren. Man kann sich vielleicht schon denken, study. Hier wird das U jetzt wieder mal wie ein A ausgesprochen. Also nicht wie bei student, komischerweise, sondern study. Stuff. Stuff, wie bei study auch, das U wird wie ein A ausgesprochen. Stuff heißt so viel wie Sachen oder Stoff auch. Stuff. Stupid. Stupid heißt dumm. Hier wird das U wie ein U ausgesprochen, also U. Stu. Stupid. 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 Subject. Subject heißt so viel wie Subjekt. Man kennt es vom Deutschen auch. Subject. Hier wird das U wieder wie ein A ausgesprochen. Subject. Succeed. Succeed heißt so viel wie Erfolg. Erfolg haben. Succeed. Man sieht, dass das Wort mit C und S geschrieben wird und das C wird wie ein K ausgesprochen. Suck. Und dann seed. Suck, seed. Succeed. Such. Such heißt solche, solcher, solches. Such. Wieder wird das U wie ein A ausgesprochen. Such. Also nicht such oder so, sondern such. Und das CH wie ein SCH aus deutscher Sicht oder TSCH sogar. Such. Sudden. Sudden heißt plötzlich, unerwartet oder abrupt. Sudden. Ich sag's nochmal langsamer. Sudden. Wieder wird das U wie ein A ausgesprochen und das S sehr scharf wie ein SZ. Sudden. Suggest. Suggest heißt so viel wie vorschlagen. Man sieht zwei Gs in dem Wort und die werden beide wie J ausgesprochen. Also suggest. Und das U wird diesmal fast wie ein U ausgesprochen. Irgendwo zwischen U und A. Suggest. Suit. Suit heißt so viel wie Anzug. Wenn ein Mann oder eine Frau einen sehr formalen Anzug trägt. Suit. Und man sieht da ein I mit in dem Wort drin, also S-U-I-T. Aber das I wird gar nicht ausgesprochen. Also einfach nur Suit. Summer. Summer heißt Sommer, die Lieblingsjahreszeit vieler Menschen. Das U wird wie ein A ausgesprochen. Summer. Ich sag's noch einmal langsamer. Summer. Und das nächste Wort ist mit Summer verwandt. Sun. Sun heißt Sonne. S-U-N. Und das jetzt nicht verwechseln mit S-O-N. Okay, das haben wir vorher gelernt. Sun. Sun, das heißt Sohn. Aber Sun, S-U-N, heißt Sonne. Sun. Sunday. Sunday heißt so viel wie Sonntag und wir haben schon Saturday gelernt, das heißt ja Samstag und jetzt Sonntag, Sunday. 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 Supply. Supply heißt so viel wie Lieferung oder Versorgung. Supply. Wieder wird das U am Anfang irgendwo zwischen U und A ausgesprochen auch. Supply. Ich sag's noch einmal langsamer. Supply. Support. Support heißt so viel wie Unterstützung. Wieder wird das U, fast wie ein U ausgesprochen, aber irgendwo zwischen U und A. Support. Ich sag's nochmal langsamer. Support. Suppose.
Suppose heißt so viel wie annehmen oder voraussetzen. Ich sag's nochmal langsamer. Suppose. Sure. Sure heißt so viel wie sicher. Ich sag's nochmal langsamer. Sure. Hier ist es jetzt interessant zu sehen, dass das Wort S-U-R-E geschrieben wird, aber das S wird wie ein Sch ausgesprochen. Sure. Nicht so, sondern sure. Surprise ist das nächste Wort. Surprise heißt Überraschung. Ich sag's nochmal langsamer. Surprise. Und hier ist es jetzt interessant zu sehen, dass das mit einem I geschrieben wird, aber es wird I ausgesprochen. Surprise. Switch. Switch heißt so viel wie wechseln, schalten oder tauschen. Ich sag das Wort nochmal langsamer. Switch. System. System heißt so viel wie System. System und System ist natürlich extrem ähnlich. Das S am Anfang wird nur anders ausgesprochen und zwar sehr scharf, wieder wie ein SZ. System. Und das war's mit den Worten, die mit S anfangen. Weiter geht's im nächsten Video. Bis dann!